Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Degusta-Box-Unboxing. Ich habe hier die April-Box und ich weiß nicht, ob ich mich gerade täusche. Ihr könnt es mir ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Also ich finde, die Box ist deutlich kleiner, wie die letzten Boxen waren. Also ich bilde mir ein, die sind etwas geschrumpft. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal, was drin ist. Ich packe euch wieder alle Informationen zu der Degusta-Box in die Infobox. Ihr könnt mit meinem Link die Hälfte für die erste Box sparen. Ist ein monatliches Abo, was ihr jederzeit kündigen könnt. Also zum Ausprobieren für die erste Box echt super. Ihr zahlt dann, glaube ich, nur 8-9 Euro. Informationen findet ihr bei denen auf der Webseite. Verlinke ich euch unten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir legen los. Ich liebe ja so Überraschungsboxen. Von daher bin ich jetzt echt mal gespannt, was da drin ist. So. Die Sachen sind auch sehr gut immer eingepackt. Hier habt ihr wieder die Karte, wo drauf steht, was drin ist und was es kostet. Ein bisschen Werbung ist auch dabei. Und hier kommt mir schon das erste Produkt entgegen. Tasty Bites, das ist von Vasa. Ich meine, ich kenne die. Das sind so, also ich weiß nicht. Hier so kleine Knäckebrotteilchen. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig erkennt. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was da neu dran ist, weil ich meine, die waren in der letzten Degusta-Box schon drin. Und ich muss sagen, ich finde die nicht so lecker. Preis blende ich euch wie immer hier unten ein, weil das macht es mir einfacher, wie wenn ich jetzt da lang auf dem Zettel suchen muss. Dann, was haben wir hier von Knorr ein? Fixprodukt Lasagne. Okay, Lasagne. Ich bin ja nicht so der Fan von so Maggi-Fixprodukten. Ich habe auch in der letzten, nee, nicht in der letzten, in irgendeiner Degusta-Box, müsst ihr mal meine Videos durchschauen. Ich erstelle euch da auch meine Playlist. Dann habt ihr es einfacher. War auch so eine Kartoffelsuppe drin von Maggi allerdings. Ich muss sagen, man konnte sie essen. Ich habe sie noch ein bisschen gepeppt mit Möhren und nochmal nachgewürzt. Aber man merkt schon, dass die so eine typische Tütenkonsistenz hat. Sie war zwar cremig, aber ich finde, selber gemachte Kartoffelsuppe schmeckt doch viel kartoffeliger. Waren zwar angeblich nur natürliche Zusätze drin. Also keine Zusätze, nur natürliche Zusatz. Nee, nennt man das denn? Natürliche Zutaten, so. Aber irgendwie, ja, mal gucken, was ich damit anfange. Ich weiß es nicht. So, dann Trolley des Singles. Gratis testen. Okay, das sind hier so Gummibärchen. Ich finde Trolleys ja eh mega geil. Nur das ist so eine Marke, die schon ewig nicht mehr gekauft hat. Ich bin dann doch eher so Team Haribo, aber Trolley hat auch echt coole Gummibärchen. Hier, das sind so, weiß nicht so, wie nennt man die denn? Keine Ahnung, so Mini-Würmchen. Also ich weiß nicht, schmecken halt wie normale Gummibärchen im Endeffekt. Ist jetzt so nichts Besonderes. Und dann haben wir hier nochmal ein Fixprodukt von Knorr, Tagliatelle mit Lachs. Ich bin ja auch so der Lachsliebhaber. Weiß ich auch nicht, was ich damit mache. Vielleicht beglücke ich einen von euch damit. Mal gucken, weil ich esse keinen Lachs. Wobei das ja, glaube ich, nur so irgendwie eine Art Soße ist. Ich muss mir das mal genau angucken. Keine Ahnung. Oh, was haben wir denn hier? Vollkornbrot. Finde ich auch sehr cool, weil das sind so schöne kleine Scheiben. Mal gucken, also ich bin ja nicht so Fan von abgepacktem Brot, aber ja, wenn man es mal da hat, ist auch nicht verkehrt. Was ist das?
Dann haben wir hier, glaube ich, irgendwas zum Trinken. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich hoffe ja nicht, dass das irgendwie Putzmittel oder so ist. Was ist das? Also das schmeckt wie Zuckerwasser. Ich habe keine Ahnung, es ist irgendwas zum Trinken. Das sieht auch eher so aus wie für Kinder. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also den Verschluss hier finde ich schon mal nicht so geil. Oder ich habe ihn kaputt gemacht, ich weiß es nicht. Boah, das ist ja übertrieben süß. Muss ich austrinken? Dann haben wir hier von Easy Bite Curry Basmati Reis, finde ich mega cool. Von denen war in irgendeiner Gusterbox auch schon mal irgendwie Tomatenreis oder sowas. Das sind die Dinge, wo ihr hier den Reis verknetet, damit der sich löst. Dann kommt das Ganze in die Mikrowelle. Finde ich mal für zwischendurch ganz in Ordnung, kann man nichts sagen. Aber ich werde euch auf Instagram berichten, wie der schmeckt. Und jetzt ist mein Akku leer. Oh, ich hoffe, der Akku hält jetzt. Dann haben wir hier einmal Nuspli-Riegel. Also ich kenne Nuspli jetzt nur von dieser Nutella-Marke. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Dann haben wir nochmal was zu trinken. Dann I am your oat Haferdrink, wenn ich es gerade richtig lesen kann. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde es mit euch zusammen auf Instagram austesten. Also folgt mir da gerne. Mir Link hast live heiße ich gleich. Blende es euch hier mal ein und ihr findet den Link auch unten in der Infobox. Den gibt es schon von irgendeiner Marke, das weiß ich, weil ich weiß, meine Mama hat den früher immer gekauft. Der ist richtig, richtig lecker, so Himbeeressig. Den könnt ihr super für irgendwelche Salatdressings oder so verwenden. Nur ich glaube, den gab es damals in so großen Flaschen, was ich jetzt super finde, dass der in so einer kleinen Flasche ist. Also ist echt perfekt. Da ich noch nicht genug Essig im Schrank habe. Oder dass jetzt, wenn ein Avocado drin ist, das suche ich nämlich auch und finde es nirgends. Dann haben wir hier Apfel, Cider, Cola, irgendwas. Ich glaube, da ist Alkohol drin. Bin mir aber nicht sicher. Also falls jemand weiß, was das hier ist, das schon mal gesehen hat, schon mal probiert habt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was das ist und wie das schmeckt. Also vom Packaging muss ich sagen, ist das ja schon mal echt verdammt ansprechend. Weil so mit diesem Schwarz und hier Gold, das sieht echt cool aus. Aber wenn ich das im Regal sehen würde, ich würde es sofort kaufen. So. Dann haben wir hier irgendwas, was aussieht wie Tomatensoße. Da ich es nicht lesen kann, schreibe ich euch hier mal hin, was das genau ist am Ende und was der Spaß kostet. Ach nee, das ist, glaube ich, Marmelade, Apfel, irgendwas mit Apfel. Apfel, schwarze Johannisbeere, kann es sein? Ich glaube, es ist Apfel, schwarze Johannisbeermarmelade. Ich schreibe es euch aber hier hin. Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der gekaufte Marmeladenesser. Was haben wir hier noch? Einmal von Three Beers Porridge. Übrigens, ich glaube, in der letzten Degusta-Box war das Overnight Oat Dingens dabei. Das habe ich immer noch nicht probiert, werde ich aber morgen mal machen. Ich weiß nicht, ich kenne Three Beers ja nur über Instagram. Mir war aber nie bewusst, dass es das auch im Laden gibt. Finde ich aber cool, weil die von den Zutaten ja echt sehr, sehr gesund sind. Und das ist jetzt so ein Bierpack. Das war die Degusta-Box. Also ich muss sagen, das war bisher die schlechteste Box, die ich bisher bekommen habe. Es sind ein paar coole Sachen dabei, aber ich weiß nicht. Es waren schon mal bessere Sachen dabei, ehrlich gesagt. Und auch mehr. Ich finde, die haben ein bisschen reduziert. Aber kann das sein, dass ich mich täusche? Schreibt mir mal in die Kommentare, wieso eure Einschätzung ist.
Wenn euch das Format gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Unter dem Hashtag Q&A dürft ihr gerne eine Frage an mich stellen, dann beantworte ich die im nächsten Video. Wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch mein Content gefällt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke rechts daneben, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!